Essen setzt aufs Lastenrad. Die Stadt hat nun 3 Lastenräder für die Pflege der Grünanlagen und Radwege angeschafft. Also sind hauptsächlich unterwegs auf den Routen des Projektes Neue Wege zum Wasser, das seit 2006 existiert. Und wir haben in der Zeit ungefähr 150 Kilometer dieser Radrouten hergestellt. Und da taucht dann natürlich irgendwann auch die Frage auf, in der Unterhaltung, der Pflege, dann mal nachgucken, und gibt es da Ansprechpartner zu, weil immer mehr Bürger auch diese Routen genutzt haben zwischen Norden und Süden. Und dann kam dann die Idee auf, dort Lastenräder einzusetzen, die nach dem rechten Sehen Ansprechpartner sind und vielleicht auch schon die eine oder andere Kleinigkeit am Weg reparieren, wenn es denn möglich ist, deswegen auch mit einer Box versehen, wo kleines Werkzeug drin ist. Weil wir mit den Fahrrädern viel schneller und effizienter auf den Radwegen sind, als wir das jemals mit einem Automobil machen könnten oder auch zu Fuß. Und gleichzeitig können diese Lastenräder ja auch das Material transportieren zum Reparieren oder auch Reinigen der Radwege. Durchaus sind wir schon gestartet, 2015 mit den ersten Rädern. Das sind jetzt aber wesentlich leistungsstärkere Geräte, die mehr Akkuleistungsfähigkeit haben, ein größeres Volumen für die Arbeitsgeräte. Und von daher rüsten wir jetzt auf eine neue Technologie der E-Mobilität bei den Fahrrädern um. Wir haben eine sehr gute Resonanz, sind jetzt seit 4 Wochen damit unterwegs. Und durch die auffällige Kleidung, diesen grün und schwarz abgesetzt, weiße Weste und auch mit einem weißen Fahrrad eine grüne Anlage, fällt natürlich auf und sticht sich natürlich von der Umgebung ab. Da wir ja schon seit 2015 sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist es ein dauerhaftes Projekt. Und sicherlich werden wir in einigen Jahren technologischen Sprung nochmal haben bei den Lastenrädern und dann sicherlich auch immer wieder die neuesten Modelle auch zum Einsatz bringen. Wer jetzt Lust bekommen hat, Essens grüne Wege zu entdecken, dem sei die Projektwebseite empfohlen. Am besten eigentlich über die Seite Essen neue Wege zum Wasser. Dort finden Sie sämtliche Routen, die wir gebaut haben, sämtliche Projekte, die wir gebaut haben in den letzten Jahren. Auch verortet mit Karten, die können sich dort auch runterladen. Und Sie finden die Anlagen auch ohne Karte draußen, denn wir haben die so markiert, dass man eigentlich nach den Farben gehen kann. Blau, Grün und Rot sind die Hauptrouten. Wasserroute ist halt eben blau, die Naturroute grün und die Stadtroute ist halt eben in Rot. Und alle Eingänge sind in Rot gemacht, sämtliche Kennzeichnungen sind in Rot gemacht und Sie finden das immer wieder. Eigentlich können Sie sich da nicht verfahren und verlaufen und Sie finden immer von Nord nach Süd.